So. Genau. Wir wollten einmal kurz zurück und gucken, ob wir da jetzt weiterkommen, weil der Nebel weg ist. Die Frage ist, ist der Nebel hier hinten jetzt auch weg? Weil es war ja ganz da hinten. Ich habe halt keine Ahnung, wie groß die Range von dem Zeug ist. Aber wir gucken mal. Ich glaube nicht, aber who knows. Nee. Oder? Nee. Mein Gott, ist die Suppe dick. Ich kann problemlos sehen. Ich glaube, wir müssen irgendwie diese Wurzel da oben kaputt kriegen, damit wir hier weiter können. Und das können wir halt noch nicht. Na gut. Gleich erstmal lecker Mac bestellen. Boah, geil, Alter. Ich könnte eigentlich mal kurz schauen. Weil du hast mir jetzt echt Appetit gemacht. Ob die auch wieder zu mir liefern. Weil das sind ja solche Wichser, die sind einfach 5 Kilometer von mir entfernt. Oder 4 sogar. Und die haben immer zu mir geliefert. Und von einem Tag auf den anderen liefern, steht dann nicht mehr im Liefergebiet. Das kotzt mich so an. Nee. Vor allem, das Allergeilste ist, ich gehe in die McDonald's-App, ich sag liefern. Nicht mal bei Lieferando in der App, sondern in der McDonald's-App. Und die zeigen mir dieses Restaurant oder diese McDonald's-Filiale. Die Filiale liefert zu ihnen. Dann klickst du das an, dann leitet es dich zu Lieferando weiter und dann steht bei Lieferando nicht im Liefergebiet. Alter, what the fuck? Okay, wait a minute. Geht es wieder? McDonald's ist momentan... Okay. Also es wird mir angezeigt, aber hier steht momentan geschlossen. Alter, ganz ehrlich. Fuck you, Alter. Dann halt nicht. Nee, du kannst über die App von denen nicht bestellen. Aber du kannst über die App gehen auf Ich möchte bestellen. Und dann wirst du halt zu Lieferando einfach weitergeleitet. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Wirst du mit dem Tor fertig? Vergiss es. Das werde ich nie hinkriegen. Dann müssen wir was anderes finden. Na, aber was denn?
Oder so. Kann man dann die Coupons benutzen? Nein. Also du wirst wirklich nur zu Lieferando weitergeleitet. Das ist im Endeffekt dasselbe, wenn du Lieferando-App aufmachst und dann auf McDonald's klickst. Da kannst du ja auch keine Coupons benutzen. Warte mal. Erstmal hier unten mich noch umgucken. Aber hier ist nichts mehr. Okay. Aber dieser McDonald's hier, bei dem ich bestelle, der ist... Feuer aufwärmen willst. Cool. Der ist wirklich, der ist richtig weird. Also, wie gesagt, der hat jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr zu mir geliefert. Einfach so. Keiner weiß warum, obwohl ich direkt daneben wohne, gefühlt. Dann hat er manchmal einfach Samstag 17 Uhr geschlossen. Kannst du die verschlossene Tür umgehen? Da steht dann einfach geschlossen. Du fährst hin, der hat offen. Du willst bestellen, da steht geschlossen. So eine, einfach zu, so random Uhrzeiten. Samstag 17 Uhr. Einfach zu. Oder die liefern nicht mehr. So, Inventar, genau. Ich wusste, dass wir Sachen verbessern können. Oh, unseren Heal. Nur unseren Heal. Alles andere können wir nicht verbessern. What the fuck? Oder geht's nur bis Stufe 3? Es geht bis 7 oder 8. Da ist leider auch zu, dann müssen wir wohl hier runter. Oh, das sieht nach Fighting Area aus hier. Wir machen erstmal das Tor auf. Nice. Wer ist hier verkünstelt? Alter, wir haben geone-shottet. Ich muss sagen, wir sind jetzt langsam, sind wir so echt schon grenzwertig lange unterwegs, ohne mit irgendwem geredet zu haben oder so. Also dieser Weg hier zieht sich ein bisschen. Guck mal, da hängt was. Und hier ist irgendwas. Hier höre ich Stimmen. Wer bist du? Echsenstein plus 20, okay, cool, aber ich höre hier immer noch was. Da ist eine von den Figuren. Geil! Jawohl!
Nice. Der Soldat, sehr schön. Ja, immer noch Stimmen. Aber warum? Und von wo? Irgendwo ist hier was. Aber ich sehe es nicht. Can't see shit. Okay, ich glaube, wir müssen von draußen irgendwie gucken. Irgendwo hier sein. Na gut, whatever. Wir gehen weiter. Ärger im Anmarsch. Ich weiß. Ah, hier ist die Truhe. Okay, aber wir brauchen noch die kleinen Soldaten. Also wir brauchen noch die Holzfiguren, damit wir die Truhe aufmachen können. Warum ist der Vogel grün? Sieht aus wie Odins Rabe, God of War. Was diese komischen Irrlichter machen, weiß ich auch nicht. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Der verwirrt mich ultra, der Vogel. Ich weiß nicht, ob der irgendwas kann oder ob der... Oder ist der einfach... Bin so confused gerade. Okay, wir gehen mal weiter. Ups. Ich das liebe. Ich bring sie um. Ich reiche den Kostas. Die Hexe. Und trink ihr Blut. Da kommen wir nicht lang. Okay, wir sollten ihr wahrscheinlich helfen. Ihn gefickt? Oder nicht? Ich hätte gerne ihr Leben gerettet. Alter Mooskopf. Weil dann wären wir quitt gewesen. Weil sie hat unseren Arsch gerettet, dann hätten wir sie gerettet. Ah, die Verbannerin, die für ihren Novizen gestorben ist. Ah, die Novizin der Hexe. Sei gegrüßt, Anthea. Bist du nicht überrascht, mich zu sehen? Du bist ein bisschen früh dran, aber nein. Ich bin nicht überrascht. Tut mir leid. Nach meiner Rückkehr erzählte mir Ciri Dean, dass unser ach so armer Verbanner heimgesucht wird. Heimgesuchter Verbanner. Schon komisch, was? Unnormal lustig, ne? Ciri Dean wusste über Antheas Geist Bescheid? Natürlich. Er ist nicht besonders schlau, was? Wenn sie wusste, dass Anthea da ist, warum wollte sie nicht, dass du mir das sagst? Wie auch immer. Ciri Dean hat uns diese Information aus gutem Grund vorenthalten. Besser, du traust ihrem Plan. Der Tod ist Teil des Lebens, Verbanner.
Gerade du solltest das wissen. Sie wollte dir wohl nicht das Herz brechen. Nicht noch einmal. Du hast dich um ihn gekümmert. Ich danke dir. Ich bin eine brave Novizin. Ich tue, was man mir sagt. Was war das, mit dem du gekämpft hast? Ding? Ach, er. Eine verdammte Nervensäge, das ist er. Bist du schwer verletzt? Ich hatte schon öfter Ärger mit dem alten Mooskopf. Ein paar Minuten Ruhe und ich bin wieder auf den Beinen. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Können wir helfen? Dachte schon, du würdest nie fragen. Ein paar meiner Geisterjäger sind weg. So konnte Old Soul den Saum durchqueren. Den Saum? Den Saum, wo der Stoff der lebenden Welt auf den der Toten trifft. Ah, der Schleier zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ganz wie du willst, Verbannerin. Ruh dich aus, kümmere dich um deine Wunden. Wie können wir die Geisterjäger wieder in Gang bringen? Der Zauber ist bereits ausgesprochen. Ihr müsst ihn nur noch entzünden. Seid vorsichtig. Der alte Mooskopf kann nicht weit sein. Ich werde mich ausruhen. Viel Glück. Viel Spaß. So, okay, die chillt erstmal ihre Base. Einmal kurz hier orientieren. Warum sind hier überall weiße Vögel auf also, den ganzen... Was jetzt? Wir entzünden die Geisterjäger mit Feuerstein und Stahl. Wahrscheinlich, glaube ich. Oh, guck mal, da oben müssen wir rein. Da ist noch so eine kleine Holzfigur, die wir brauchen, um die Kiste zu öffnen. Von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Wir sind von da sind wir durchgekommen. Okay. Oh, hier ist auch was. Holzfigur Nummer 2. Sehr gut. Fehlt noch eine und die ist da oben. Die haben wir schon gesehen. So, und da kommen wir hoch. What the fuck? Was ist? Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich als erstes lang gehen soll. Fuck it, wir gehen hier runter. Scheiß drauf. Einer Kolonie aus, die vor langer Zeit gescheitert ist. Oh, Philat, I hate you, Alter. Ich hab so Bock jetzt auf McDonald's bekommen wegen dir. Ich muss ein bisschen im Auge behalten, ob die vielleicht heute noch mal irgendwie liefern oder aufmachen. Geht denn jetzt ab? Was? Oh, jo! Ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespannt hat. Ich kann ihn. Was? Ich kann ihm keinen Schaden machen. Oh mein Gott! Okay, ich dachte, es explodiert gleich. Das macht mir, glaube ich, einfach nur Damage over time. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Warte mal, kann sie? Kann sie da hoch? Nee, kann sie nicht. Hä, was ist denn das hier für eine... Gerade eine Leiche ihrer Flinte
ganze Gestalt. Oh Mann, nerv mich nicht, Alter. Ich krieg euch schon auf. Dort. Komm mal lieber hier unser runter und kämpf, Alter, als da oben zu chillen. Boah, die Mechanik ist super annoying. Also er chillt da oben und schießt auf uns, während wir kämpfen und wir können ihm halt nichts machen. Das ist annoying. So, von da sind wir gekommen, okay. Besser du übernimmst die Führung. Genau das habe ich auch gerade gedacht. So, wir müssen wieder diese komischen Kristalle finden, damit wir den Nebel hier loswerden. Let's go. Nice. Interesting. Nice, okay. Warte. Von da oben kommen wir nachher da runter. Okay. So, das heißt, wir kommen hier tatsächlich nicht weiter. Ah, lol, ich kann da hoch. Hey, Philipp, was bestellst du denn bei McDonald's? Was ist so dein, was ist denn dein Lieblingsessen bei McDonald's? Verschwindet oder ich verschlinge euch! Er kann diese Dinger wirklich nicht leiden. Aktuell geschlossen. Ich wette, wenn wir alle angezündet haben, dann können wir ihn besiegen oder so. Big Mac und Cheeseburger mit... Also hier bei McDonald's, also Big Mac erstmal ja. Big Mac ist geil. Einzige Manko vom Big Mac ist sehr viel Brot. Also mir fehlt da so ein bisschen diese Joghurtsoße vom Royal TS oder so. Oder also ich mag so diese saftigen Burger.
Aber ein Big Mac, trotz allem, ist schon ein stabiler Burger, muss ich sagen. Wenn du Bock hast, was ich gar nicht mag, sind so Barbecue-Burger oder irgend so ein Scheiß. So McRib oder irgendwie allgemein so Barbecue-Soße. Ich mag lieber diese helleren Soßen, so Big Mac-Soße oder diese Joghurt-Soße vom Royal TS oder so. Aber, müssen wir da hoch? Hast du das gespürt? Was super geil ist, das gibt's gerade hier. Bei McDonald's. Hamburger Royal gibt's gerade in so Sondereditions irgendwie nur für kurze Zeit. Und da gibt's einen Hamburger Royal Smoky. Ich hab's auch gespürt. Und der ist mit diesen knusprigen Röstzwiebeln. Also im Endeffekt ein Cheeseburger, aber mit diesen knusprigen Röstzwiebeln mit drauf. Und der war so geil, wo ich den das letzte Mal gegessen habe. Weiter geht's. Die Zeit ist auf meiner Seite. Okay, was machen wir jetzt? Hier komme ich nicht weiter. Doch, komme ich. Cheeseburger mit ein bisschen Mayo drauf. Also ich bin tatsächlich strikt dagegen, die Burger in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Geht es nur Alter, hier so, oder? Ein Kollege von mir auch. Ich hab's auch gespürt. Ein Kollege von mir auch, der nimmt immer ein Big Mac, stellt die Soße ab und macht dann dafür von McDonald's diese Chili-Soße drauf. Ich kann das immer nicht nachvollziehen. Weil die Big Mac-Soße finde ich halt so geil. Kehrt um und flieht, wie die Feiglinge. Fuck. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Oh, du blöder Wichser, Alter. Der Teufel soll dich holen. Hier ist noch einer. Ich trinke aus euren Schädeln. Wir hatten auch mal irgendwas mit Chicken Avocado Cream. Ja, Avocado gab es mal irgendwas. Den fand ich auch nicht schlecht. Mit Mayo von Max. Ja gut, die Mayo von Max schmeckt ja im Endeffekt wie jede andere Mayonnaise auch. Finde ich. Ich finde auch, das Ketchup schmeckt jetzt nicht irgendwie anders. Das Einzige, was von McDonald's wirklich deutlich geiler ist, wie alles, was es im Laden gibt, ist die Sour Cream Soße. Die ist so lecker. Ich liebe den Scheiß. Hast du das gespürt? Es ist nah. So, von da komme ich. Aber ich muss irgendwie hier aufs Dach kommen. Oh. Also ich esse auch bei McDonald's kein Ketchup oder Mayo oder irgend so einen Scheiß. Ist auf meiner Seite. Wenn ich irgendwas esse zu meinen Pommes oder Chicken Nuggets, dann ist es immer die Sour Cream. So, hier komme ich aufs Dach. Das ist gut. Kann ich das Ding hier anzünden. Nice. Das sollte reichen. Geschafft. Hexerei ist ein Kinderspiel. Keine Ahnung, was die Aufregung soll. Deine Hexenfreundin sieht das bestimmt genauso. Ich sag ihr einfach, dass wir fertig sind. Was ist denn dem Schemen in den Arsch gekrochen, dass der so beschissen drauf ist? Eine verlorene Schlacht? Verrat? Deserteure in den eigenen Reihen? Wer weiß? War das? Ja. Irgendwas ist hier. Hä? Was denn? Ich spüre etwas in der Nähe.
Ah, da unten, oder? Nee. Nee. Okay, aber es muss irgendwo hier sein. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Muss hier unten sein. Aber hier ist nichts. Hast du das gespürt? Es ist nah. Ah, oder natürlich ist es da oben oder so. Das kann natürlich auch sein. Okay, whatever. Eine Figur fehlt uns noch. Das können wir noch nicht aufmachen. Oh, wir können das hier anzünden. Da können wir nicht weiter. Was ich auch übelst geil finde bei Mac, einfach immer, wenn es das gibt, sind die fucking Spicy Nuggets. Also ich esse ja mega gerne scharf. Macht sie manchmal. Sie ist dort drüben. Also grundsätzlich auch alles, was ich mir irgendwie daheim koche, mache ich immer recht scharf. Da ist die letzte Figur, die brauchen wir. Was hole ich mir jetzt? Also, wenn es das gibt, holst du dir auf jeden Fall einen Hamburger Royal Smoky. Und dann würde ich mir auf jeden Fall einen Big Tasty Bacon dazu nehmen. Schöne Menü mit Sour Cream, eine Cola Zero. Und vielleicht eine 6er Nuggets oder so. Oder 9er Nuggets. Und 5-mal Sour Cream Soße extra. Das wäre so eigentlich die optimale Bestellung. So, jetzt machen wir kurz da oben die Kiste auf. Wir müssen halt nochmal hier runter dackeln, aber egal, dann ist es erledigt. Und vielleicht noch irgendwie eine Cream Cheese Tasche als Nachtisch. Das lauert. An die Arbeit verbannen. Ich weiß nicht, was lauert auf uns? Keine Ahnung. Die sehen irgendwas, was ich nicht sehe. Ich spüre etwas in der Nähe. Ach, guck mal. Hab ich vorhin gar nicht gesehen.
29. Oktober, 7 Tote, 5 Verletzte. Der Sieg hat einen hohen Preis gekostet. Wir sind schwach und es fehlen Vorräte. Wir brauchen mehr, sonst sind wir verloren. 7. November. Was, 1900? Also 1936 bezweifle ich, weil sie sind nicht im fucking Zweiten Weltkrieg, Alter. Die haben einfach... Die haben einfach von hier nach hier einen Zahlendreher reingemacht und haben dann den Zahlendreher noch zweimal kopiert. Auch geil. Finde ich auch cool. Da merkst du, dass es auch nur Menschen sind, die genauso arbeiten wie wir. Die machen einmal einen Zahlendreher, checken es dann selber nicht und kopieren ihn noch zweimal falsch weiter. Cool. Ein Toter, 5 Verletzte, 3 Sterbende. Wir werden krank. Eine geheimnisvolle Krankheit befällt das Fort. Eiterbollen wachsen und die Männer fiebern. Wir verrotten mit dem verrottenen Land. 19. November. Das Fort ist verloren. Wir werden uns zurückziehen, marschieren zur Küste nach New Edentown. 22. November. Seltsam, allein mit den Leichen der Gefallenen und dem zerstörten Fort zu sein. Vor 2 Tagen wurde ich krank und ich bin zu schwach zum Marschieren. Ich verrotte gemeinsam mit dem Land in Frieden. Die Stille ist wunderschön. Stimmt, warte mal, hier waren wir auch noch nicht drin. Da sind wir ja vorne. Doch, hier waren wir schon. Aber wie komme ich... Wie komme ich da rein? Von innen verschlossen. Ja. Aber ich kann auch hier nicht durchschießen auf irgendwas. Ah, schwierig. Hier auch nicht. Vielleicht von außen irgendwie, aber glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aus der Spektralwelt in der Nähe. Pfeile. Eingeborene? Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Komme ich da rein? Wahrscheinlich momentan noch gar nicht. So, egal. Jetzt machen wir erstmal das Ding hier auf. Jetzt haben wir alle 3 Figuren. Das heißt, wir können jetzt hier die Kiste aufmachen. Verflucht. Kamt ihr, schwach schwindet ihr nun. Alter, Filat! Mein fucking McDonald's ist jetzt offen. Geil! Ich hab meins im Kopf. So, was haben wir jetzt hier? Warte mal. Holy shit, wir haben unser erstes blaues Item bekommen. Kann sein, dass das sackt. Nee, oder? Stärke 11. Stufe 4, das heißt, wir müssen es auch nicht verbessern. Oder zumindest erst auf 5 dann halt. Aber wir müssen jetzt keine Ressourcen wasten. Red und Antea verursachen 30% mehr Schaden, aber erlangen 50% weniger Lebenspunkte zurück. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber wir gucken mal. 30% mehr Schaden ist natürlich auch nicht so bad. 22,21 €, wenn ich das so lasse. Ich würde es nicht so lassen. Ich würde noch ein bisschen was bestellen.
Also ich bin bei 28,20 Euro. Ich habe mir jetzt einen Hamburger, diesen Hamburger Royal Smoky habe ich mir bestellt im Menü. Dann habe ich mir einen Double Chili Cheese bestellt, einzeln. 8 Chili Cheese Snackers. Und eine Cookies and Cream Tasche. Und nein, ich dummer Wichser, Alter. Nein! Ich habe die Sour Cream vergessen. Ich habe die extra Sour Cream vergessen. Fuck, Alter, ich bin am Arsch. Die ganze Bestellung macht keinen Sinn mehr. Das hat einfach, das hat jetzt alles gefickt. Die ganze Bestellung macht keinen Sinn mehr. Ohne Sour Cream. Ach Mann, mit was soll ich meine Chili Cheese Snackers essen? Hä? Ja, wir reden seit 3 Stunden über McDonald's und jetzt kommst du mir auf einmal mit oder doch lieber Subway? Subway ist auch geil, was soll ich dir sagen, aber... Subway ist schon auch ziemlich geil, jetzt wo du sagst. Vielleicht soll ich mir auch noch was bei Subway bestellen. Guck mal, hier liegt auch noch was. 6. April 1636. Das Fort steht noch nach mehreren Tagen des Widerstands. In der letzten Woche gab es schnelle und heftige Angriffe entlang der Grenze. Die Wilden haben viele tapfere Soldaten getötet, aber wir bleiben stark. Die Eingeborenen dieses Landes sind sehr mutig und entschlossen. Als Soldat bewundere ich sie. Ich wünschte nur, sie würden verstehen, dass wir ihnen die Erlösung bringen wollen. Zweifelsohne werden sie die besten Christen sein, wenn sie unterworfen wurden. Bär berichten, dass sie in großer Anzahl anrücken. Brauche Verstärkung und zähle auf die Teilnahme aller Kolonien. Scheint wohl nicht so gut geklappt zu haben, ne? Scheint, hier waren wir schon. Scheint wohl nicht so gut geklappt zu haben, Digga. Aber die liefern bei uns nicht. Ja gut, dann hat sich wahrscheinlich, dann hat sich die Frage irgendwie erledigt, ob Subway oder Mac. Okay, da ist wieder Odins Rabe. Das war noch nie ein gutes Zeichen. Das war auch so geil bei God of War, immer einfach diese Raben von Odin zu jagen. Aber es gab einfach 1 Milliarde, hey. Das waren einfach so unendlich viele. Aber ich muss sagen, grundsätzlich bei God of War, die Collectibles haben richtig Bock gemacht. Die waren richtig geil einfach. Egal was, also... Ich bin eh so ein Kleiner. Es macht einfach Bock, so Sachen abzuarbeiten. Ach, infiziertes Unkraut. Armes Unkraut. Armes Unkraut. Oh. Armes Unkraut. So, ich weiß schon wieder nicht, wo ich jetzt lang gehen soll. Ich glaube, wir können erstmal hier runter. Mach mal. Ah, hier ist wieder Nebel. Ach nee. Ah, da haben wir's. Ey, wie komme ich da hin? Ah, zurück und dann rechts, okay. Da kommen noch mehr.
Ich glaube nicht. Das Ding, das Seeker bekämpft hat. Wer glaubst du, war das? Sah aus wie ein Soldat. Vielleicht war das sein Vor. Das war bestimmt der Soldat, von dem der Brief in diesem Fort war, dass er da jetzt als letzter stirbt und als letzter irgendwie noch dieses Fort hält. Alles gut? Was hat mir das jetzt gebracht? So, von da kommen wir. Ich check auch die Mechanik nicht mit diesen komischen Dingern, die wir hier anzünden. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ich mach's halt einfach. Bin maximal confused. Blutverschmierte Nachricht. Meine Freunde und Kameraden liegen um mich herum. Sind alle tot. Stille Kälte umgibt mich. Starre auf das Wasser und denke an zu Hause. Wir waren einst so prächtig, jetzt sind wir Futter für die Aasfresser. Wir hätten nie zu diesem verdammten Fort kommen sollen. Hinterher ist man immer klüger, ne? Was ist das hier für ein... ganz komische Geräusche hier. Nein, 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 du Dummkopf. So. Ich glaube, wir lernen jetzt bald, diese Wurzeln kaputt zu machen. Könnte ich mir vorstellen. So, war da unten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, hier haben wir alles soweit. Und dann gehen wir einmal kurz hier noch hinter. Da waren wir. Bei 25, das reicht. Ja, hätte ich mal deine Disziplin. Hast du deine Gartengeräte dabei? Nein? Sind wir allein? Also weiter. Also mein View-Account sagt 4. Mein View-Account sagt 4. Das sind wir zwei. Okay. Ganesha ist am Start, aber auch ab und zu im Lurk. Bei den anderen weiß ich halt nicht, wer eventuell zuguckt oder wer da alles im Bot ist. Also ich habe ja 20 Leute, 20 Benutzer hier in meinem Chat. Aber das sind natürlich, das meiste davon sind halt irgendwelche Viewbots von Twitch. So. Okay, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Gut. Dann reden wir mal mit Seeker. Also ich glaube, vielleicht nicht jetzt sofort, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass Seeker uns beibringt, wie wir diese Wurzeln hier entfernen können. Und dann haben wir wieder praktisch, dann können wir wieder neue Wege freischalten. Und dann können wir wieder anfangen zu backtracken, Alter. Überall, wo diese fucking Wurzeln waren, wo wir nicht weitergekommen sind. So, siehst du da unten? Wir gucken Hast einmal. Hast du da gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein.
Seid ihr bereit? Gut. Sie erwartet euch. Gehst du zu deiner Meisterin? Sind Hexen immer so begriffsstutzig? Hey, komm, wir beleidigen sie mal nicht weg. Bereit wofür? Deine Herrin zu treffen? Ceridin. Ja, auf einem Boot. Wird bestimmt ein Spaß. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Alter, Shots feiert. Du bist so drauf. Holy shit. Ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Ceridin, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht. Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herren sorgt dafür, dass sie still bleiben. Oh, Madnix ist auch wieder da. Totenstill. BB. Ich bin im Lurk ohne Ton. Aber du warst bis hier. Du, gerade eben warst du nicht im Lurk. Er hört mich ja nicht. Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Weil du warst auch in meiner Userlist nicht drin im Chat. Sie wird sicher zurückkehren. Das ist ja nicht schlimm, aber. Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Irrmaus. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Ceridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Chaos. Was ist hier passiert? Menschen, Krieg, das ist hier passiert. Was? No! Dieser Old Saul. Was will er? Störung, Blutvergießen, Ceridins Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also einst gekannt haben. Better call Saul. Wir können euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Ceridin wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Die Schemen am Ufer bewegen sich nicht. Die Sumpflande sind gut geschützt. Sind das Soldaten? Das, Miss Duarte, ist Old Souls Armee. Ihr seid jung. Ihr seid tot. Ich meinte, dass was ist denn mit ihr? Für jemanden in eurem Alter mächtig ist. Wie seid ihr an diesen Ort gelangt? Wie seid ihr Verbannerin geworden und habt so euer Potenzial vergeudet? Tod den Toten. Tatsächlich. Oh, die Mucke geil. Auf Ceridins Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Ceridins Insel. So, Tutorial vorbei. Jetzt geht's los. Bilat, kennst du das Game hier immer noch? Oder wie weit bist du mit deinem Let's Play? Nee? Also für dich neu hier praktisch. Bin soweit nicht? Okay, cool. Finde ich besser, glaube ich. Wie wenn ich hier zock und du kennst alles schon. Finde ich, glaube ich, cooler, wenn ihr das Game auch noch nicht kennt. Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Wir treffen uns schon bald dort.
Der Wolf war schon neu, der Boss? Welcher Wolf? Die Geißel oder was? Das war doch... Wie macht sie das nur? Da, wo das Game sich beendet hat. Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Aber das war ja vor 10 Stunden. Das ist ja Ewigkeiten her, dass wir da waren. Mann, was ist das hier? Was ist das? Ich weiß es nicht. Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whiz Beach Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Idat, was hast du jetzt bestellt beim Mac? Bist du meiner Empfehlung gefolgt? Oh, guck mal. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Nicht nach. Den gleich Big Mac? Den gleich Big Mac? Shit, da komme ich nicht durch. Okay. Was ist den gleich Big Mac? Ilat, hast du wieder mit deiner Frau geredet und gleichzeitig geschrieben? Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Der gleiche Burger, den du bestellt hast? Ah, die ärgert mich gerade. Warum das denn? Was macht sie denn? Niemand darf meine Viewer ärgern. Außer er ist auch mein Viewer. Also untereinander könnt ihr euch ärgern. Aber Nicht-Viewer dürfen keine Viewer von mir ärgern. Goldene Regel. Womit können Frauen einen ärgern? Ich weiß nicht, mit sehr, sehr viel erfahrungsgemäß. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. So, wir haben Skillpunkt und wir haben die zwei Sachen hier zur Auswahl. Okay, das mag ich nicht. Wenn die Geisteranzeige voll ist, verringern Reds Angriffe die Abklingzeiten für meine... Okay, das mag ich auch nicht. Ich glaube, das ist ganz cool. So, wir können nichts verbessern, obwohl wir so viel Shit eingesammelt haben. Aber it is how it is. So, von... da sind wir reingekommen. Hier ist eine zerstörbare Wand. War ich das nicht schon immer? Ach, diese Wurzeln machen diese Kackgeräusche. Klingt wie so eine Alraune bei Harry Potter. Okay, da kommen wir nicht weiter. Also wenn wir hier nicht lernen, wie wir diese Wurzeln entfernen, dann weiß ich auch nicht. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Müsste ich ja jetzt auf meiner Map eingezeichnet haben. Genau, okay, sehr gut. Und das Spektralnetz habe ich auch auf meiner Map. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Geile ist ja jetzt, wir hatten zwei Sachen, die uns aufgehalten haben. Das eine war die zerstörbaren Wände, wo wir nicht durchgekommen sind. Die können wir jetzt kaputt machen. Das andere waren die Wurzeln. Jetzt lernen wir hier, wie wir diese Wurzeln entfernen, können dann backtracken überall, wo diese Wurzeln waren und kommen jetzt dann da durch. Und das Game schmeißt uns aber gleichzeitig eine neue Mechanik zwischen die Füße, wo wir dann wieder, noch, wo wir wieder erstmal lernen müssen, wie wir weiterkommen. Und diese fucking Spektralnetze. Ach, Leute.
Aber egal, alles halb so wild. Seekers schwarzer Teich. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmouth nennen. Ich nicht. Was ist das? So, wir erkunden erstmal hier den Rest der Insel, bevor wir da hingehen. Bin mal gespannt, ob es hier Gegner gibt auf der Hexeninsel. Leere und zeitlos. Leere und zeitlos. Zu wissen heißt nicht zu kontrollieren. Zeuge zu sein heißt nicht zu verstehen. Zu erforschen heißt nicht zu besitzen. Meine liebste Schülerin, all diese bescheidenen Grundsätze sind besonders im Hinblick auf die Leere wahr. Könnte ich doch nur mehr sagen, aber mein Wissen bröckelt. Habe ich mehr gewusst, werde ich das, traue niemals der Leere. Als Hexen sorgen wir für das Gleichgewicht zwischen den Lebenden und den Toten. Wir bewachen die Tore, wir heilen die Wunden. Aber was manchmal von der anderen Seite kommt, ist tödlich. Schon bald wirst du die Rituale, die Lieder und die Worte erlernt haben. Schon bald wirst du die Schwelle überschreiten, so wie ich es tat. Merke dir meine Worte, mein Liebste, meine Liebste. Verliere dich nicht auf den verworrenen Pfaden dieses anderen Landes. Ja, wir wagen es, das verbotene Gebiet zu betreten und wir mögen uns manchmal unter seinem Mantel verstecken. Aber in der dunkelsten Nacht fliegen nur die Flinksten durch die Felder, mit Spinnenweben. Das tödlichste Risiko ist nicht stets weiter oder sich ohne Chance auf Rückkehr zu weit von unserer schwachen Lichtern fortzubewegen. Nein, das tödlichste Risiko liegt in der Natur der Leere selbst. Sie ist nicht nur das Ziel der Toten, sie ist deren eigenes Reich. Und Zeit ist bedeutungslos. Die Zeit, wie sie vergeht und verschwindet wie ein getrockneter Sand, ist ihr tödlichstes Gift für uns. In einem Wimpernschlag ist man 50 Jahre älter, in einem Herzschlag bist du bereits tot. Klingt doch entspannt. So, hier sind wieder diese scheiß Wurzeln. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Da auch, okay. Ich glaube, wir müssen erst mit der Hexe reden, bevor wir irgendwas machen können. Weil überall diese Wurzeln uns den Weg versperren. Okay, hier können wir rein. Schau mal hier. Ja. Damit können wir auch noch nichts anfangen. Seekers Nachricht. Ceridian hat alles vorbereitet, was ihr für das Ritual benötigt. Bedient euch, aber nächstes Mal müsst ihr euch die Inkredenzien selbst beschaffen. Seeker. Ah, wahrscheinlich müssen wir mit Sidians oder wie sie heißt reden. Und sie schickt uns dann hierher und wir sollen hier ein Ritual durchführen. Wir waren jetzt einfach schon davor hier. So, was ist da unten? Da ist auch noch irgendwas. Aber ich habe eh das Gefühl, wir sammeln so viele Rohstoffe, aber wir können halt nichts damit verbessern. Also, was wir alles einsammeln und dann hocke ich mich ans Lagerfeuer und wir können halt gar nichts verbessern. Vielleicht müssen wir wirklich mal, wir haben ja noch nie Geld ausgegeben in dem Game. Vielleicht müssen wir wirklich einfach mal zum Händler gehen und irgendwie... Da komme ich nicht hoch. Einkaufen. Einfach mal Metz kaufen.
Okay, was geht hier ab? Und da kommen wir, okay. Okay, whatever. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt mit dieser Hexe reden. Nein, so war das nicht. Ich wusste, wer ich war, nur ich war verloren. Wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten Fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie... Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Kennen wir uns? Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren, vor Jahrzehnten. Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh. Denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Shit, die sieht wirklich aus wie eine Wraith aus Stargate. Also ich habe Stargate nie gesehen, aber ich habe es gerade gegoogelt. Du. Wer seid ihr wirklich? Wer seid ihr wirklich? Wer ist Seeker? Also wir vertrauen ihr nicht so. Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Ich hätte ihr auch so nicht vertraut. Ich finde sie auch so ein bisschen strange. Also es kann sein, dass sie natürlich so... Das hast du ja ganz oft in Filmen oder auch in Games... dass so die mächtigen, übernatürlichen Geschöpfe, Menschen, whatever, eher so neutral sind. Die sind weder gut und böse. Das würde ich ja auch zutrauen. Aber grundsätzlich ist eher so ein bisschen Misstrauen, muss ich sagen. Weil ich kenne sie halt einfach noch nicht. Viridian kommt mir bekannt vor. Nee, eigentlich nicht. Aber warum seid ihr hier? Warum New Eden? Findest du sie sass? Seid ihr mit dem Zorn des Albtraums verbunden? Ja, ich auch ein bisschen. Sie will uns nichts Böses. Wir kümmern uns um die Toten. Wir sind wie Hirten, die Hüter des Totenreichs. Und wir sind auch Sündenböcke. Ein bequemer Pranger für die gewöhnlichen Übel der Welt. Wir müssen Antheas Körper zurückholen. Aber Seeker meint, das Haupthaus sei unerreichbar. Aber Seeker war ja eigentlich nett. Seeker hat recht. Der Nebel ist der Albtraum. Also Seeker, würde ich sagen, auf der Trust-Seite eher auf Trust. Und Seeker ist ja eigentlich ihre Helferin. Ihr meint, dass der Albtraum den Nebel erzeugt? Der Nebel ist der Albtraum. Der Albtraum ist der Nebel.
Sie nähren sich gegenseitig mit wachsendem Einfluss. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden. Sie vernebelt ihnen die Sinne und ändert ihre Wahrnehmung. Aber ihr habt den Düsterwald bereits befriedet. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort. Aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Ich glaube, mein Essen ist da. Ich habe gerade eine Autotür gehört. Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen und ich habe wenig Zeit. Einige Atemzüge stecken wohl noch in mir. Aber ja, die Dämmerung beginnt. Und doch folgt auf die Dunkelheit ein neuer Morgen. Ihr sterbt. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten. Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies, wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen, euer Band muss stark sein. Okay, ich glaube, sie ist cool. Ich glaube, sie ist entspannt. Wie können wir sie besiegen? Wie können wir es mit ihrer Macht aufnehmen? Ihr ergebt euch. Bedingungslos. Dem jeweils anderen. Als ihr verstarbt, liebste Anthea, zerfielen New Eden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat Recht, euch zu fürchten. Janim! Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere. Ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von New Eden aus ihren Klauen befreien. Komm mal auf Twitch, lang. Scheiß mal auf TikTok. Komm mal auf Twitch rüber. Yo, danke für die Kartoffel. Schickt einfach... Schon noch nie hat jemand auf TikTok eine Kartoffel geschickt. Komm mal auf Twitch, da geht die wirkliche Party. Auf Twitch sind die geilen Typen, so ist es Filat. Wahre Worte. Was ist diese Leere? Wenn es einen Ort gibt, der unter dem Lebend- und dem Totenreich liegt, dann höre ich zum ersten Mal davon. Mamsack. Jetzt habt ihr davon gehört. Und gerade noch rechtzeitig. Das reicht fürs Erste. Sind wir dort sicher? Was werden wir dort vorfinden? Wer weiß, was ihr dort vorfindet. In der Leere gibt es Ebbe und Flut. Sie dehnt sich aus, zieht sich zusammen, windet sich. Sicherheit gibt es keine. In der Leere hat sicher keine Bedeutung. Doch wisset dies. Sobald ihr sie betretet, müsst ihr ihr wieder entkommen. Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Seeker hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Ich scroll so im Chat und sehe da fast nur meinen Namen. Ich bin Fame heute Abend. Also...
Ich muss sagen, für, ich weiß nicht, ob es auch das Game ist, vielleicht ein Stück weit, das einfach eher unbekanntes Game ist, wo die Leute jetzt nicht so juckt. Aber für einen Samstag ist heute wirklich sehr, sehr ruhig. Also gestern waren wir auch 8, 9 Leute eigentlich so gegen Ende. Aber heute Samstag habe ich wirklich mit mehr gerechnet. So, wollen wir erst mit ihr labern oder wollen wir erst handeln? Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. Ich glaube, mein Essen ist da. Nee, doch nicht. Also, ich habe gerade draußen eine Autotür gehört. Das ist normal für mich immer Zeichen oder in einem Kofferraum oder so. Dann klingelt es meistens 10 Sekunden später. Aber... Boah, ich dachte, wir hätten mehr Geld. Mal übel wenig. Aber hat doch nicht geklingelt. Und mein Lieferando sagt 20.22 Uhr. Aber das ist natürlich, das stimmt auch nicht immer. Was ich echt schade finde, wir können, ich sehe zwar hier die Werte von dem Ding, das ich kaufe, ich kann es aber nicht mit meinem vergleichen. Also, ich muss in mein Inventar, so, wir haben jetzt Schaden 10, geblockter Schaden 75. Ich muss in mein Inventar und hier drauf gehen. Das finde ich ein bisschen wack. Exilantengewand. Stufe 3. 13 Resistenz, 5 Geschick, 14 Zorn, 16 Ausdauer. Ist auch nicht wirklich besser. Ich glaube, was hier halt geil ist, dass wir bei ihr die ganzen Mats kaufen können, die halt ultra selten sind. Geißelanlagerung, Leersplitter und so ein Shit. Aber ich frage mich halt auch, oh warte mal, wir können auch verkaufen. Aber das will ich eigentlich nicht. Seelenscherbe. Da steht halt auch nicht, was die mir bringen. Und diese Hexensteine, die wir die ganze Zeit bekommen, weiß ich auch nicht, was die mir bringen. Oh, aufrecht hinsetzen. Bruder. Sitz eigentlich schon, warte mal. Sitze ich aufrecht? Ja, eigentlich sitze ich schon aufrecht. Ey, Janem, abonnier mal schön rein jetzt hier. Oder läuft dein Sub noch? Letztens hatten wir es davon auf Arbeit. Dein Rücken, Junge. Ja, du. Am Strand, als ich beinahe ertrank. Ihr habt Zika geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte? Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht? Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Läuft noch? Ich weiß stets, was. Komm, dann spend mal so richtig schön 10 Euro rein oder so. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen. Irgendwas muss jetzt hier. Es ist die beste, die ich je versucht habe zu geben. Eine schöne Donation, Alter. So ein Fuffi oder so. Komm, dafür, was ich auf Arbeit immer alles für dich tue. Das Mindeste. Oh, viel hat sein Essen, ist, glaube ich, da. Der Albtraum im Haupthaus war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser... Nein, Filat macht keinen Scheiß. Nein, Filat! Nein, es beginnt wieder. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. More passion, more passion, more energy, more energy, more footwork. Let's go! More footwork. So. Bin ich wieder fit? Was weißt du über Deborah? Was wisst ihr über Deborah?
Richtig nicht random. Viel. Einfach 10 Liegestütze ballern, weiterreden. Ich bin von Juiden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? Digga, das war ein Joke, Alter. Schick mir doch kein Geld. Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Also der Vollständigkeit halber, Alter, vor allem aber auch jetzt mal angenommen, damit er seine Mods bezahlen kann. Nicht mal Montana Black bezahlt seine Mods und der Typ ist einfach Multimillionär. Vila, das ist eine Ehre, mein Mod zu sein. Das ist schon Bezahlung genug. Ihr müsst so rumdenken. Überleg mal, du gehst raus, du triffst Leute, du kannst einfach sagen, ich bin Mod von Jäger. Und die Leute alle, boah, was? Vielleicht sollten wir mal wieder auf Spiel umschalten. Nein, Janim, überleg mal, selbst, also, ich küsse dein Herz, selbst wenn du mir jetzt aber Geld schickst mir 10 Euro, krieg davon, glaube ich, na, wobei, doch, also, du kannst, entweder kannst du ja mit Bits cheeren, das heißt, du kaufst Ed Sheeran. Du kannst mit Bits cheeren, das heißt, du kaufst dir Bits auf Twitch und kannst die dann spenden. Wenn ich Bits krieg, Bits wird dann in Geld wieder umgerechnet. Ist wie auf TikTok diese fucking Rosen und so ein Shit. So, und dann behält aber Twitch einen Teil davon ein. Das heißt, ich krieg nicht den vollen Betrag sozusagen. Option B, du gehst auf meinen Channel, da ist so eine Trinkgeldseite. Dann kannst du mir direkt über PayPal Geld schicken. Das ist aber ein PayPal-Geschäftskonto. Das heißt, da zahle ich, glaube ich, 10% an PayPal oder so. Also so oder so ist es dumm. Weil du gibst mehr Geld aus, als ich bekomme. Und wir sehen uns jeden Tag. Gib mir einfach am Montag 10 Euro auf Arbeit. Und sag hier für den geilen Stream. Dann kriege ich wenigstens das ganze Geld, ohne dass irgendwer was behält davon. Ist das nicht eher so, dass es eine Ehre für dich ist, dass wir Mods sind? Auch, gar keine Frage. Das ist eine Symbiose. Also Jäger TT, wer ist das? Na, da, wo Madnix, Pollux und Philat Mods sind. Ach ja, die kenne ich, geile Typen, aber wer ist jetzt Jäger TT? Ja! Klingt nach einem realistischen Gespräch, könnte natürlich wirklich so sein. DJ Salt. Der Janim, Alter, jetzt schickt er wirklich hier Bits rein. Mashallah, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Janim. Aber wait a minute, wo sind meine Alerts? Habt ihr den Alert gehört oder höre den nur ich nicht? Ah, die höre nur ich nicht. Ihr hört die, ne? 20 Bits, Alter. Gerade waren es noch 12. Ach so, nochmal 20. Junge, chill. Vielen Dank. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war, aber wir wissen nicht wie. Mit Hilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Avatar? Sie hat sicher noch weitere. Hat die auch einen blauen Pfeil auf dem Kopf? Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt, könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Avatar, Herr der Albträume, Spin-off. Janim, nochmal 6 Bits. Chill. Auf Wiedersehen. Hab Dank, Seredin. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben.
Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? Diese Welt zu verlassen. Schau mal, der möchte auch, dass deine Mods bezahlt werden. Wie schwer muss es sein, Essen da? Geil. Zu folgen. Die größten der großen Mysterien bleiben uns verwehrt. Aber habt Vertrauen. Frieden findet man nur am Ende. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Sika wartet am Teich, um euch Equilibrium. Den Weg zu weisen. Was ist Equilibrium? Das ist ja kompletter Garbage. Das ist ja kompletter Müll. Kannst behalten. Oh, ich hoffe, mein Essen kommt auch gleich, Alter. Ich habe echt Hunger. Liebes altes Kind. Hä? Altes Kind, das widerspricht sich ja. Solltest du je dein Schicksal erfüllen und New Eden verlassen wollen, denke daran, dass es im Bauch des Mondes immer Platz für dich geben wird. Bis dahin möge mein bescheidenes Buch dich daran erinnern, dass du viele verborgene Schwestern hast. 43 Bits. Alter, Janim. Chill jetzt. Pro 100 Bits nehme ich am Montag einen Auftrag aus deinem Fach. Webt ihr damit? Deine 2 Euro für Kaffee letztens. Ich webe. Danke. Danke dir. Hört ihr eigentlich die Alerts? Wenn du Bits schickst, hörst du den Alert davon? Ja, okay, sehr gut. Weil ich höre die gerade irgendwie nicht. Warum auch immer. Ah, warte. Na, wobei, nee, habe ich offen. Ich esse jetzt, wo bleibt dein Essen? Ja, wenn du mir das sagen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Weil I'm hungry. Wir brauchen noch irgendein cooles Video, wo wir nachher anschauen, wenn ich esse. Irgendein YouTube-Video oder so. Notiz der Seeker. Zwischen den Runen befinden sich hingekritzelte Notizen. Auf der linken Seite findet ihr das Haus des Hades, der Unsichtbare, der Totengott vor. Sowie eine Quelle, Lethe, der Fluss des Vergessens und in der Nähe eine emporragende weiße Zypresse. Nähert euch nicht der Quelle. Eine zweite Quelle mit eiskaltem Wasser werdet ihr finden am See der Mnemosyne. Mnemosyne, okay. Göttin des Gedächtnisses, vor dem Wächter Wache stehen. Sprecht, ich bin ein Sohn der Erde und des Sternenhimmels, der himmlischen Rasse. Und auch ihr wisset dies. Und ab diesem Moment mit dem Pantheon der Helden werdet ihr herrschaftlich sein. In Klammer niedlich. Alter, der Text habe ich wirklich, ich habe absolut nicht verstanden, um was es geht, aber es ist niedlich. Liebe Persephone, die entlang des Saums tanzt, als Dionysos, der einmal geht und einmal wiederkehrt. Andererseits, lieber Orpheus als Eurydike. Alter, was? Das ist ja völlig zusammenhangloses Gewäsch hier. Damit Orpheus Seele singe, im Duett mit der Lyra, scharf wie eine Klinge. Sie ließ Plutos bleierne Tränen fließen und der beiden Liebe in der Unterwelt sprießen. Ist Milton das Beste, was sie zu bieten haben? Beeindruckt mich nicht, eingebildeter Fatzke. Fatzke ist auch so ein geiles Wort, ne? Ein Ding ist ein Ding, wenn es zählbar ist. Zahlen sind die erste Ordnung. Theano? Physis besteht aus grenzenlosen und begrenzten Dingen, sowohl der Kosmos als auch alles darin. Idolaus? Grenzenlose Dinge sind nicht zählbar. Dinge müssen als gemäß ihrer Natur sowohl zählbar als auch unzählbar sein. Furchtbar. Ein Bild zweier sich überschneidender Kreise. Vesica Piscis, eine geometrische Figur, die besagt, dass zwei sich überschneidende identische Kreise ein Portal zu einer anderen Welt erschaffen. Hexenwerk, es fühlt sich unnatürlich. Alter Jan, was ist mit dir? Vielen Dank. Das Leben als Verbanner hat natürlich nichts mit Gefahr. Nochmal 14 Bits, Alter.
Das ist halt... Jan ist einfach reich, reich wie Scheiße. Ding schmeißt er mit Geld um sich. So, da oben hängt irgendwas. Give me that shit. So, rede mit Seeker. Saradin hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Wo ist mein Essen? Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Edentown zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. Einfach Carbet Elden Ring durchlaufen lassen oder Carbet Diablo 2. Ihr habt euren Stimmschlüssel. Das wäre eine Idee. Nicht euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Über Deborah. Also, wer ist Deborah? Ich kenne keine Deborah. Ich glaube, ich habe noch nie Deborah. Eine Deborah gekannt. Erzählt mir ich weiß nicht mal selber, wer Deborah ist. Wie soll ich das höflich ausdrücken? Nein. Ja, das muss ich mir merken, Alter. Wenn mich irgendwer was fragt, so, okay, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nein. Ja, ich feiere sie hart. Sie ist einfach witzig. Ich bin neugierig. Was ist eure Meinung über den Albtraum? Ich denke, der Albtraum wurde durch die Verbrechen unserer Vorväter geboren. Und auch durch unsere eigenen Sünden. Bewundert ihr sie? Ich fürchte mich davor. Aber ich akzeptiere seinen Zorn. Wie ich auch den Regen akzeptiere. Und New Eden hat die Flut sicherlich verdient. Leer wandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Saradin es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Saradin kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Ade. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja, ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Wir werden wohl später hierher zurückkehren. Du kannst es kaum erwarten, oder? Ich will wissen, was es ist. Betritt die Leere. Let's go. Ist das Seekers Höhle? Das werden wir herausfinden. Ich weiß, wo wir... Okay. Wir sind jetzt hier an dieser Ritualstätte, genau, wo wir vorhin schon das Buch hier gelesen haben. Wir können jetzt hier wirklich irgendwas machen. Leerwandeln. Ein leeres Betreten oder Verlassen von einem Spalt im Lebendreich aus kann man mit diesem Ritual in den Bereich des Gefängnisses reisen, wo man glaubt, dass die unverankerten Geister der Toten bis in alle Ewigkeit umherstreifen. Das ist genau das, was ich jetzt gerade machen will. Da sehe ich mich. Holy shit, das sah cool aus. Mein Gott, wo sind wir? Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück.
Sputet euch. Okay, wir sputen uns. Angst, dass ich die Klingel nicht höre, weil ich Kopfhörer auf habe. Ich meine, normal rufen die dann an, aber... Es sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Lasst uns hier nicht verweilen. Oh, da sind Gegner. Da sind Gegner. Wer hat hier Lachkick? Hast du das gehört? Ja, lauf weiter. Da, unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Ich glaube nicht, dass wir hier so einfach wieder rausspazieren. Aber was haben wir hier überhaupt gemacht? Das habe ich jetzt irgendwie... Das ist irgendwer mir vorbeigegangen. Warum sind wir hier? Wo ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. In der Leere können Gegner ihre Lebensenergie regenerieren, aber Antea macht mehr Schaden. Okay. Hey, so viel Schaden macht sie jetzt auch nicht, ne? Wird nur noch stärker. Das macht so viel Damage. Noch einmal, mit dir fühlen. Also, willst du nicht endlich verschwinden? Ich finde jetzt nicht, dass sie deutlich mehr Damage macht wie... Ah, here we go, okay. Wir haben Leersplitter bekommen, nice. Aus welchem Loch ist dieses Mistviech gekrochen? Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. Chili Cheese Nuggets, einfach geil, habe ich mir auch bestellt. Ich habe überlegt, ob ich Nuggets nehmen soll oder Chili, also Chicken Nuggets oder Chili Cheese, aber dann habe ich Chili Cheese genommen. Ich liebe die Dinger einfach. So, haben wir hier eine Map? We don't have a map. Okay, aber hier gibt's sowieso nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wieder leerwandeln? Ein leeres Betreten oder verlassen? Okay, aber was haben wir jetzt hier gemacht? Außer diese komische Säule kaputt gemacht. Warum waren wir hier? Das verstehe ich nicht. Was, Digga? Du musst den Sound reinmachen wie bei den Hamster-Videos. Nee, ich glaube nicht. Was zum Teufel war das? Seredins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Ach so, wir können uns sofort bewegen durch diese Leerrisse. Wir kommen dann woanders wieder raus. Okay. Interest. Alter Junge, wo sind wir denn? Mm-mm.
Alter, neues Gewehr. Ein bisschen weniger Schaden. Und mit jedem Schwachpunktangriff erhöht sich der Schaden um 40%. Aber es ist halt nur grau, gell? Das hier ist halt grün. Hates Muskete. Glaube ich, behalt meins. Oh, ist das New Eden, was ich da hinten sehe? Ich glaube, wir sind bald da, ne? Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort... Wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches... Bist du sicher, dass du bestellt hast? Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Yep. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Wird in circa 24 Minuten geliefert. Es tut mir leid. Mir auch. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört. Die Verzweiflung. Und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie. An diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre, in der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder, die zum Ruhm ihres Sultans in den Tod geschickt wurden. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Im Balkan? Holy shit. Wo war er denn überall? Du bist du. Und du bist hier bei mir. In diesem Moment. Bis wir New Eden erreichen. Diese Leere. Ist das die Hölle? Ist es das, was wir gesehen haben? Sind all die Geister, die wir verbannt haben, dort gelandet? Oder ist es der Limbus, eine zeitlose Vorhölle, in der gequälte Seelen schmachten? Wenn wir einen Geist verbannen, wird er vernichtet. Die Lehren sind unmissverständlich. Und wenn die Lehren falsch sind? Ich habe die Stimmen auch gehört und sie beunruhigen mich ebenfalls. Aber die Lehren können nicht falsch sein. Wir hätten wissen müssen, wohin wir diese armen Seelen verdammen. Was, wenn du auch dort landest? Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut. In Ordnung. Du hast recht. Alles wird gut. Hoffe ich. Mein Mac ist mit dem Auto 20 Minuten weg. Und die sind doppelt so schnell wie deiner. Ja, wobei ich muss sagen, zu denen ihrer Verteidigung, also die haben jetzt sehr, sehr, sehr lange gar nicht geliefert. Sie haben gelogen, was die abgebrannte Brücke anbelangt. Wo lang? Nach Norden zu den Bergen oder nach Süden durchs Flachland? Wir sollten einen Weg nehmen und sehen, wohin er führt. Ich weiß nicht, ob da ob die irgendwelche Probleme haben, dass irgendwie ein Auto von denen kaputt ist und die nur noch eins haben anstatt fünf. I don't know. Aber normal habe ich da wirklich bestellt und nach 15 Minuten hat sie geklingelt und das Essen war da. New Eden for Jericho, das Dorf in den Eggen. Mein Lieblingsdorf. Das Dorf in den Eggen. So. Ups. Also, hier ist erstmal jetzt ein Unterschlupf. Dann können wir entweder nach Norden. Wähle deinen Weg, Fort Jericho. Wähle deinen Weg, die Eggen. Huh. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wo wir hingehen. Interesting.
Aber ich glaube, ich würde in die Eggen gehen, weil die Eggen finde ich schon ziemlich cool. Aber wir gehen erstmal hier rein. Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. Wenn der berühmteste Streamer in deren Nähe bestellt, muss das Essen schon da sein, bevor ich bestellt habe. Normal schon. Normal müssen die mal in den Stream gucken und wir haben uns eine ganze Weile über McDonald's unterhalten, bevor ich bestellt habe. Normal müssten die den Stream gucken und in der Sekunde, wo ich anfange, über McDonald's zu reden, müssten die schon die Sachen einpacken. Life Goal, ne? Wir können wieder nichts machen. Aber, okay, ein was machen wir jetzt. Wir gucken, weil wir haben ja ein bisschen Geld. Wir gucken jetzt mal, was uns fehlt, damit wir unseren Shit verbessern können. Mal angenommen, unsere Waffen auf Stufe 4 verbessern. Was fehlt mir da? Golden Winterlieb. Okay. Klamotten. Gemeiner Schwefelporling. Gewehr. Leinen. Okay. Schwefelporling, Leinen, Golden Winterlieb. Scheiße, wann bin ich aufgestanden? Ich wollte schnell reisen. Und eine Sache können wir noch gucken. Mal angenommen, ich würde das hier auf Stufe 5 verbessern wollen. Astrales Knochenfragment. So. Wo gibt's einen Händler? Ich meine, sie, aber sie hatte ja legit nur Scheiße. Aber warte mal. Wir können doch jetzt dieses Ritual machen. Und an diesem See... Die Newsmith, Thickskin und Kate waren schon immer wie Feuer und Eis. Ich habe nur eine Schnellreise gemacht. Aber ohne Red und Antea gab es kaum noch einen Grund für die Schwestern zusammenzubleiben. Ein tiefer Graben aus Trauer und Wut tat sich zwischen ihnen auf. Die Brücken waren abgerissen und das Lager stürzte in den finsteren Abgrund. Alter, warum mache ich eine Schnellreise und krieg eine Cutscene? Was ist denn jetzt passiert? So, da waren die Wurzeln. Okay, da will ich nicht hin. So, ich bin satt, das freut mich für dich. Ich nicht. Wobei ich muss sagen, so Vorfreude auf Essen ist auch was Cooles. Also dann schmeckt halt das Essen einfach geiler. Wenn du jetzt jedes Mal immer nur denken würdest, ich will jetzt das und du würdest es sofort dastehen haben, wäre es vielleicht auch nicht so geil, das nachher zu essen. Das hat so ein bisschen was von Restaurant, wo du so eine halbe Stunde auf dein Essen wartest, alle um dich... Wait, ich kann den Riss hier nicht benutzen. Ich kann hier gar nichts machen. Oh, wie scheiße. Sondern alle um dich rumkriegen so ihr Essen, es duftet übel gut und wenn dein Essen kommt, bist du halt so happy... Schon auch was Geiles. Ich muss jetzt keine 3 Stunden auf mein Essen warten. Aber ich habe gerade draußen wieder einen Kofferraum gehört. Kann sein, dass es jetzt da ist. Okay, wir können den Riss doch nicht benutzen. Das ist schade. So, dann gucken wir mal zur letzten Händlerin, bei der wir waren. Das wäre dann wahrscheinlich die beiden hier. Oh, was? Hä? Ein goldenes Fragezeichen? Das hatten wir ja noch nie. Aktivität verfügbar? Was ist denn das jetzt? Noch ein goldenes Fragezeichen hier oben? Hä? Ich bin maximal verwirrt. Wir kriegen die ganze Zeit neuen Shit, Alter. Okay, wir gehen mal hier hin. Ich finde die Leute lustig, die sich voll das fette Essen bestellen und dann ein Glas Wasser mit der Begründung, ich esse so fettig. Dann macht das Glas Wasser auch nicht mehr. Ja, true. Wobei ich sagen muss, ich bestelle mir halt auch
für 28 Euro McDonald's und nehmen halt eine Cola Zero dazu. Klar macht es am Ende vom Tag nichts aus, aber ob du halt dann 50 Gramm mehr Zucker zu dir nimmst oder nicht, denke ich mir, irgendwo macht es halt schon was aus. Klar, es neutralisiert jetzt nicht das Essen. Aber Zucker ist halt auch einfach fucking Gift. So, und dann denke ich mir, ob ich jetzt eine Cola Zero trinke oder eine Zuckercola, macht vielleicht an irgendeinem Punkt dann doch einen Unterschied. So, wo ist die Händlerin? Wir brauchen Leinen. Wir brauchen Leinen oder Dolden Winterlieb. Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch... Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Süßmittel ist nicht besser als Zucker, doch. Dolden Winterlieb. Give me that shit. Nehmen alle 40. So, wer hat Leinen? Okay, cool, das ist ja fucking... Das ist ja fucking worth, hier beim Händler Sachen zu kaufen. Dank für eure Vielen Dank. Ja. Ciao. Ich muss weiter. Ja, natürlich hat es geht aber auch nicht... Zucker ist ja nicht Gift, weil es Kalorien hat, sondern Zucker ist einfach Gift, weil es verschiedene Prozesse in deinem Körper auslöst, die einfach fucking ungesund sind. Blutzuckerspiegel und alles. Zucker und Salz. Weißes Gift. Doch der Körper ist nicht mehr der jüngste. Ja, ich hab mit allem gehandelt. Fälle und Juwelen, Tabak und Wein. Halt's Maul, ich will mit dir handeln. Zucker und Gewürze, Korn. Mein Laden war ein wahres Füllhorn. Nee, ist, google mal. Ist wirklich so. Hab ich mir nicht ausgedacht. Nein, habe ich nicht, Daniel. Habe ich nicht. Aber ich kann euch versichern, dass ich eure Anfrage vermerken werde. Sobald New Eden sich der Welt wieder öffnet, werde ich euch die gewünschten Waren besorgen. Ihr sollt die besten Nägel aus Boston haben. Oh, laber mich nicht weg, Junge. Er kann bessere Nägel herstellen. Das ist der Lauf der Welt. Uns erwartet eine goldene Zukunft, Daniel. Das wäre schön, Mr. Paris, aber wenn ich jetzt keine guten Nägel kriege, wird es gar keine Zukunft für uns geben. Ja, komm. Guten Tag, Squire Paris. Meine Güte. Danke, aber nein, der Herr, ein guter Tag ist es nicht. Sag ich auch immer auf Arbeit. Zeigt mir eure Waren. Irgendwer sagt guten Morgen, sag ich. Bist du sicher, dass es ein guter Morgen ist? So, mein Freund, ich brauche Leinen. Geil. Direkt 40 Stück. Beautiful. Beautiful. Ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So. Sehe ich in meinem Inventar, ohne dass ich im Versteck bin, was ich brauche, um das Zeug zu verbessern? Ja. Gemeiner Schwefelporling. Das haben wir jetzt. Leinen haben wir jetzt. Magnetit. Ich glaube, das gab es bei der Schmiedin. Gemeiner Schwefelporling. Okay, den brauchen wir irgendwie überall. Saftling. Oh, Saftling hat das Potenzial zu meinem Lieblingspilz in diesem Game. Saftling. Saftling ist cool. Okay, wir gehen nochmal zu der Schmiedin. Ist ja keine Schmiedin, ist ja nur die Frau vom Schmied. Guten Tag. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut. So, gemeiner Schwefelporling. Nee, Saftling, ja, Saftling nehme ich auch. So, gemeiner Schwefelporling. Oh, endlich können wir was machen mit unserem Geld. Ist das geil. So, was hat sie sonst noch? Magnetit nehme ich auch. Alter, kein Wunder, sind wir so... Oh mein Gott, war das Magnetit teuer, Alter. Fuck. Einfach die Hälfte von unserem ganzen Geld. Holy shit. So, und den ganzen Scheiß kannst du eigentlich behalten. Ja.
Habt Dank. Ja. Vielen. Ja. So, beautiful. Okay. Das haben wir jetzt. Das haben wir. Leinen haben wir. Magnetit haben wir. Das haben wir. Haben wir auch. Haben wir auch. Astrales Knochenfragment, aber das würde mich wundern, wenn wir das irgendwo kaufen könnten. Ich glaube nicht, dass wir unseren Shit hier schon auf Level 5 verbessern können. Das wäre ein bisschen strange. So, wo ist mein Lager? Da oben. Also. Ja, ich habe echt Hunger. Ilad, hast du eigentlich Glas vorhin richtig geschrieben und dich dann ins Falsche verbessert? Auch gut. So, wir verbessern, glaube ich, mal unsere Klei. Wir fangen mal hier ganz oben an einfach. So, sehr geil. Stufe 4 und jetzt brauchen wir auch hier astrale Knochenfragmente. Dann unsere Schwerter. Oh mein Gott, direkt auf Stufe 6? Really? Stufe 5 meine ich. Und oh mein Gott, Alter, wir werden. Ja, kein Wunder, sind wir so scheiße, Alter. What the fuck? Wir haben es fast komplett durchverbessert. Und hier, wir könnten sogar auf 7 verbessern, aber hier, also hier brauchen wir auch nur noch Saftling und Geißelanlagerung. Und da kommen wir an beides ran. Ist sogar Gold jetzt. Weed, Alter. Ja. Yep. So, Fell- und Geißelanlagerung. Okay, ja, wir haben halt jetzt mittlerweile eigentlich kein Geld mehr. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer habe ich noch nicht gekauft. Das könnte ich hier bei der Schmiedin kriegen. Fuck, ich bin so lost in diesem Dorf. Ich hab keine Ahnung, was hier wo ist. Ah, doch, hier. Hä, wo ist die Olle jetzt hin? Hier. Guten. Lasst uns Handel treiben. Gut. So, Kupfer. Die hat auch bestimmt Kupfer. Sumpfeisen, Silber. Kupfer. Ich bezweifle, dass Kupfer so aussieht, aber sei es drum. Ja, übel billig. Vielen Dank. Ups. Also so wie ich das verstehe, ist Geld eigentlich in dem Game nur dafür da. Ich meine, gut, du kannst dir ein paar Ausrüstungsstücke kaufen, aber im Endeffekt ist es nur dafür da, dass du dir Materialien kaufst. Zweimal Elite-Juwel, okay. Alter, Filat weiß, was wir nachher angucken. Wir gönnen uns nachher den Roly-Poly. Da sehe ich mich. Da habe ich richtig Bock drauf. So,
Okay. Vor allem das Geile ist, ich glaube, ich nehme seit 3 Stunden auf. Weil ich mir vorhin gedacht habe, ach komm, ich mache jetzt keine neue Aufnahme für die 10 Minuten, bis mein Essen da ist. Ja, das war vor ungefähr 2,5 Stunden, glaube ich. Wir gucken mal, was wir hier für Nebenquests haben. Und vor allem, ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Bis gleich. Mal gucken, was sie für eine geile Sidequest hat. Ich glaub's ja nicht. Ihr seid zurück? Thickskin. Wieso? Euch auch einen guten Tag, Thickskin. Wie stehen die Dinge seit unserem letzten Plausch? Möchtet ihr hören, dass alles in Ordnung ist und wir euch das verdanken? Nun, nichts ist in Ordnung. Und ja, das verdanken wir euch. Was? Kate ist weg. Wohin? Wieso? Wir hatten Streit, haben uns gemeine Dinge an den Kopf geworfen. Sie ging in den Wald. Bringt sie mir doch zurück. Ich habe nicht die Zeit, ihr nachzujagen. Und ihr denkt, ich schon. Ihr seid mir diesen Gefallen schuldig. Immerhin ist das alles eure Schuld. Zumindest zum Teil. Meine Schuld? Ich weise jede Schuld von mir. Wenn ihr zu eurer Schwester in die Brüche gegangen ist, solltet ihr die Schuld besser bei euch suchen. Hier war alles gut, bis ihr ankamt, Verbanner. Jetzt nicht mehr. Die Leute sorgen sich. Kates Rückkehr kann neue Hoffnung bringen. Sie wissen noch immer nicht, was ihr getan habt, oder? Sie ist vermutlich in der Jagdhütte, wo sie gerne Zeit verbringt. Nahe an der Straße nach Boston. Findet sie. Bringt sie zur Vernunft. Dann schickt sie wieder her. Schickt sie nach Hause. Gibt's was Neues im Lager? Neues inwiefern? Wie ist die Lage hier? Nachdem ihr weg wart, hatten sich die Dinge hier verschlechtert. Kate war nicht mehr dieselbe. So habe ich sie noch nie gesehen. Tagelang herrschte Schweigen. Und als sie endlich sprach, erschütterte uns ihr Zorn. Dann war sie fort, stand auf und ging. Einfach so. Ich möchte meine Dienste anbieten. Braucht jemand im Lager Hilfe? Weiß ich doch nicht. Ich räume immer noch hinter Kate her. Hier braucht doch jeder Hilfe. Ja. Dann werde ich mal aufbrechen. So, die Frage ist, ob wir das jetzt einfach machen oder ob wir erstmal alle Quests annehmen. Aber ich würde schon gerne erstmal dem... Kate überhaupt anhören? Lass es uns herausfinden. Erstmal dem einen Handlungsstrang folgen und dann die anderen. So, da hoch müssen wir. Okay, let's go. Aber ich finde es schon geil, wie selbst heute nach 4, 5, 6 Jahren immer noch kein Game einfach geiler aussieht wie Red Dead Redemption 2. Also was sie da fabriziert haben, ist schon crazy. Muss man einfach mal honoren. Ah!
Gefällt dir das? Oh mein Gott, Alter, what the fuck? Die sind einfach alle drei gewone-shottet. Bild. So, wie kommen wir da hin? Hier durch, rechts, darunter. Also hier waren wir halt auch schon überall. Wir laufen jetzt einfach das Ganze nochmal ab. Die Quest. Nicht richtig? Ja. Ah, aber wir können jetzt die Abkürzung nehmen, weil wir hier schon das Seil runtergehängt haben. Geil. Ach so, das ist die Jagdhütte. Okay. Also mein Essen ist jetzt... Mich dir helfen. Mein Essen ist jetzt offiziell später als angekündigt. Also dieses 20.24 Uhr war ja schon übel lang. Aber das Geile ist, sie haben das nicht mal eingehalten. Wir haben auch einmal übel lang auf Essen gewartet. Auch so, ich weiß gar nicht, eine Stunde, anderthalb. Das war auf Arbeit, da habe ich sogar noch für 17 Leute bestellt oder so. Dann haben wir übelst lang auf das Essen gewartet und das Geile war... Danach haben sie einfach angerufen, nach anderthalb Stunden haben gesagt, sie wohl stecken. Ja, wir müssen leider die Bestellung stornieren, weil, keine Ahnung mehr warum. Weil Dinge, weil Gründe. Mist, wer immer es war, er hat alle Waffen mitgenommen. Du musst dich mit dem zufrieden geben, was du hast. Rose, dies ist mein Abschiedsbrief. Oh shit. Ich weiß nicht, was mich am meisten ärgert, dass du noch immer nicht, dass du noch immer nicht eingestehen willst, dass das, was du getan hast, falsch war. Oder dass du diesen Brief vermutlich nie lesen wirst. Nein, wenn ich darüber nachdenke, dann ärgert mich am meisten, dass ich dir diese Zeilen noch widme, bevor ich für immer aus deinem Leben verschwinde. Weil ich zu feige bin, es dir ins Gesicht zu sagen. Ich weiß nun, dass ich dir niemals werde klarmachen können, wie grausam dein Handeln war. Diese Tode gehen auf dein Konto, zu Recht. Es ist deine Bürde, nicht meine. Mit ansehen zu müssen, wie du so tust, als wäre nichts passiert, als würde das Leben einfach so weitergehen, raubt mir den Atem. Es ist besser, wenn ich gehe. Besser für dich, besser für mich und besser für alle, die dir noch vertrauen. Diese armen Idioten, wenn sie doch nur die Wahrheit wüssten. Aber von mir werden sie diese nicht erfahren. Das überlasse ich dir und deinem Gewissen, solltest du noch eins besitzen. Leb wohl, Rose, du hast jetzt das Sagen, du allein. Ich werde mich nach Boston begeben, mach dir um mich keine Sorgen. Denn auch wenn ich an der Klippe stand, habe ich mich doch entschlossen, nicht zu springen. Sorge dich stattdessen lieber um deine eigene Seele, Catherine. Die Lage ist ernster, als Thickskin dachte. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, wenn wir zur Brücke nach Boston aufbrechen. Schauen, was meine App sagt. Ah, 3 Minuten. Ist unterwegs. Na, immerhin. Na, immerhin. Guten Tag, der Herr. Ich bin Red McWraith, der Verbanner. Was ist das? Du Spaßvogel. Hey, wohin? Aber da waren wir doch schon mal, da sind wir doch gar nicht weitergekommen.
So, okay, whatever. Machen wir einen kurzen Break.